Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Siege of Dragonspear. So, wir sind in den Baal-Tempel mittlerweile eingedrungen. Und ja, haben hier gleich am Anfang Gefangene. Warum auch immer gleich am Anfang Gefangene sind. Who's there? My eyes are gone, but I can hear you. Smell you. My dark lord sends me company. Speak to me, you who smells of sunlight and blood. Tell me who it is that visits my dusty prison. Wer ist da? Meine Augen sind nicht mehr, aber ich kann euch hören, euch riechen. Mein dunkler Herr schickt mir Gesellschaft. Sprecht mit mir, ihr, der nach dem sonnlichen Blut stinkt. Sagt mir, wer mein staubiges Gefängnis betritt. Ich bin Brenoir, wer seid ihr? Wer ist euer dunkler Herr? Dieser Tag gibt es so viele von Ihnen. Nehmen wir das the mal. The Lord of Murder. He who was Lord here before treachery and deceit ended him. Still, though I lost both my sight and my freedom that fateful day, I remain faithful. Der Fürst des Morns, der hier der Fürst war, bevor Verrat und Betrug ihm das Leben kosteten. Auch wenn ich an diesem schicksalhaften Tag sowohl mein Augenlicht als auch meine Freiheit verlor, bleibe ich treu. Also ist sie, dient sie Baal. This woman was present when Baal was slain by Sirik. The Dark Sun's minions must have imprisoned her years ago. Diese Frau war da, als Baal von Sirik dahingerafft wurde. Die Schergen der dunklen Sonne müssen sie vor Jahren eingesperrt haben. Faithful, though my name has withered to dust in this endless night, still I may be called faithful. Lone travelers walked too close, fell into our nets, and we cut out their hearts. Blood ran down my arms, and I felt the Lord of Murder's blessing. Treu. Auch wenn mein Name in dieser endlosen Nacht verstaubt, kann ich immer noch treu genannt werden. Einsame Reisende kamen zu nah heran, fielen in unsere Netze und wir schnitten ihnen das Herz heraus. Blut lief mir über die Arme und ich fühlte den Segen des Fürstes Mordes. Der Tempel liegt jetzt in Trümmern und ihr seid eingesperrt. Die Augen lange aus eurem Schädel entfernt. Wie konnte das passieren? Ich bin eines von Baals Kindern. Baals Tage sind lange vorbei. Mich interessiert nicht, wer ihr seid. Hört auf, mich zu belästigen. Nehmen wir mal, Baals Tage sind lange vorbei. Ihr regiert nun der Gott des Verrats. Sein spöttisches Lachen ist in mein Gehirn eingebrannt. Ich werde seinen Namen nicht nennen. Sie wird mich niemals dazu bringen, seinen Namen zu nennen. Ein neues Zeitalter von Baal wird kommen, und zwar bald. Die Hafner haben unsere Kinder gestohlen und getötet, aber ich bleibe treu. Der Fürst des Mordes wird wieder auferstehen. Die Hafner haben Kinder gestohlen, das glaube ich euch nicht. Sagt mir genau, was hier geschehen ist. Welche Geschichte soll ich euch erzählen? Die von unseren gestohlenen Kindern oder die von unserem Untergang? Die von euren Kindern. Eine Priesterin und ein Spion der Hafner. Sie trafen sich in der Dunkelheit, um ihre Leidenschaft geheim zu halten. Oh, aber wir haben sie gesehen. Wir wussten es. Seine Leidenschaft verführte ihn zu nachlässigem Umgang mit Worten und sie brachte seine Worte zum Tempel. Er dachte, seine Liebe könnte stärker sein als der Wille des Mordens. Ha. Als die Hafner den Tempel überfielen, sah er seine Geliebte einen Dolch auf ihr lebendes Kind richten. Ihr Geschenk, damit unser gefallener Meister sich erheben kann. Wie er sie anfleht, ihr eigenes Fleisch nicht dem Fürst des Mordes zu übergeben. Einen Pfeil von einem seiner Verbündeten durchbohrte ihre Kehle, während sie über seine Torheit lachte. They took our children. The blood we would have used to return Baal to power. I didn't give up. My faith holds strong. Before we could try again, though, the others came. Sie nahmen uns unsere Kinder, das Blut, das wir benutzen wollten, um Baal wieder Macht zu verhelfen. Ich habe nie aufgegeben, meine Treue ist ungebrochen, doch bevor wir es noch einmal versuchen konnten, kamen die anderen. Erzählt mir vom Sturz des Tempels. Wir haben in der Dunkelheit gewartet und Pläne für unseren verlorenen Gott geschmiedet. Dann kamen sie, die Anhänger von, ich werde seinen Namen nicht nennen. Sie wollten uns holen, Zähne fletschend und mit erhobenen Klingen. Mit ihr hatte ich allerdings meinen Spaß.
Ich sagte, ich würde sie alle in Bals Namen töten, während meine Anhänger flohen. Sogar der Fürst des Mordes hält seine Versprechen. Ich habe ihre Zähne mit meiner Dolchklinge herausgebrochen und ihre Kehlen ausgeweidet, während ihr blutiges Zahnfleisch an meiner Hand nagte. Hehehe. Aber am Ende hat sie mich doch erwischt. Ja, meine Anhänger waren in Sicherheit, aber ich war gefangen. Staubige Knochen in einem rostigen Käfig. Mächtige Schutzzauber hielten mich lange am Leben, obwohl ich längst hätte sterben sollen. Sie nahmen mir meine Augen und erzählten mir Geschichten über die Macht ihres Herrn. Sie sagte, Bal ist weg und Zir... Nein, ich werde seinen Namen nicht aussprechen. Ich werde niemals seinen Namen aussprechen. Ihr seid also schon fast ein Jahrzehnt eingesperrt. Die Jahre sind bedeutungslos. Sie haben mich nicht gebrochen, haben meine Treue nicht gemindert. Die Priesterin ohne Augen. Ich muss euch aus diesem Käfig holen. Ich bin hier, um einen Schlüsselstein, den eine Priesterin von Zirik gestohlen hat, zu holen. Wisst ihr, wo ich einen solchen Stein finden könnte? Dann werde ich wohl einfach so viel Abstand zu euch halten, wie es nur möglich ist. Seid still, weil wenn ihr ja nicht die Aufmerksamkeit der erregen wollt, die euch eingesperrt haben. Nehmen wir mal die zwei. Ihr könnt... Mein Kopf. Tired. So tired. Ziatar knows. She has... what you need. I must rest now. Almost over. Almost done. Müde, so müde. Ziatar weiß, sie hat, was ihr begehrt. Ich muss mich jetzt ausruhen. Fast vorbei, fast am Ende. Was ist fast vorbei? Was meint ihr damit? The voice, it tells me, this is almost at an end. Soon I shall rest. Diese Stimme, sie sagt mir, dass ich fast am, dass dies fast das Ende ist. Schon bald werde ich mich zur Ruhe legen. Das nenne ich mal kryptisch. Nun denn, geht, ich will ruhen. Wenn ich eine Möglichkeit finde, ihre Zellen zu helfen, kann ich entscheiden, ob ich Madel befreien oder sie ihrem Gefängnis überlasse. Wie kann ich helfen? Ja, der Gestank von Exkrement und verfaulendem Fleisch wabert aus dieser dunklen Grube. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah, hi Hundi. Lass sie uns ordentlich verdächtigen. Also ja, es gibt hier ein paar Abzweigungen. You want me? Yes, dear. Inklusive Fallen. Oh, ein unsichtbarer Pirscher. Fight if you must, but you're not winning this. Und Schmerzen. Wie ihr wünscht. You want me? Whatever you like. Stimmt, sobald ich auf Fallen entschärfen klicke, geht das Fallensuchen aus. Wie kann ich helfen? Yes, let's talk more fight! Yes, fair enough. Worum geht es diesmal? Get up! Life is mine! Swing and a miss! So, das war einer der unsichtbaren Pirscher. Sweetheart, whatever you like. Da sind aber mindestens noch zwei. Would that there were more like you. Thy words are welcome, friend. Yeah? You're mine now. Ha! My aim is true. Swing and a miss. So, nochmal Geld. Like.
Und ich höre noch einen unsichtbaren Pirschen. Wie kann ich helfen? Let's see how long. My aim is true. That stings, doesn't it, Evil? Ihr braucht nur zu fragen. Okay. Your need. Whatever you like. Nur ein paar olle Wurfpfeile. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Ja, ich glaube, ich gucke mich erst hier oben fertig um. Yes, right. Ja, wie ihr wünscht. Das sind Kultisten, okay. Die zu beschäftigt sind, um mich zu bemerken. Dann gehen wir da erstmal als letztes hin. Hey there. Whatever you like. Wie kann ich? Ich werde mich um Okay, die Tür können wir nicht knacken. Das heißt, wir sagen mal den Kultisten hier hallo. Wächter der Kultisten auch noch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Tut mir leid, das ist mein erster Tag. Ich habe mein Gewand noch nicht. Ich wurde vom Trupp getrennt. Ihr habt absolut recht. Gute Arbeit, jetzt sterbt. Wurde vom Trupp getrennt. Der wahnsinnige Gott lacht doch über eure lächelnden Bemühungen. Er wird sich über euren Tod freuen. That stings, doesn't it, Eva? Swing and a miss. Okay, Heiltränke. You want me? Eine Falle. Right. Kugel und ein Titanit. Blitzkugeln. Okay. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. An dem Schrank ist keine Falle? Nö. Da ist aber auch nichts Besonderes drin. Nur ein oller Trank. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, einen Schlüssel für da oben haben wir immer noch nicht. Das heißt, wir müssen uns hier noch umgucken. Sweetheart, right. Irgendetwas stimmt mit der Hohepriesterin nicht. Ich höre nachts beunruhigende Geräusche. Schon wieder Kultisten. Death to the disbeliever. Und das ist ein wahnsinniger Wie kann Kultist. Ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Irgendwas stimmt mit der Hohenpriesterin nicht. Ich höre des Nachts beunruhigende Geräusche. Death to the disbeliever. Most unpleasant memories. So, zwei Spruchrollen. Wir brauchen wieder Pfeile plus eins. +240 Stück. So. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hier sind noch mehr Spruchrollen. Gift neutralisieren und das ist eine Handlungsfreiheitsrolle, okay. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. To the disbeliever!
Dann sind jetzt mal die hier dran. I am your... Yes. Yes, done and done. Velbo, yes. Wie kann ihr brauchen? Nur zu fragen. What? Sword first. What can it be now? Hört auf mich zu stören, sonst schneide ich euch die Zunge ab, während ihr schlaft. Worum geht es diesmal? Okay, die... Wie erwünscht. Wollen gar nichts von uns.